Okay, dann gehen wir weiter diesen Weg hier lang. Irgendwann kommen wir auf irgendjemanden. Mit Sicherheit. Ah, okay. Der Weg sagt einen Schuppen. Wow. Schön, dass das halt schon so eingezeichnet ist. Scheiß auf diese Pflanzen. Bock auf die. Können doch eh nichts. Macht doch nichts außer nur existieren. Daher. Die hier, die machen was. Hallo? Komm ich ab? Hallo, ich abhauen. Oh, da geht's tief runter. Und noch ein Level up. Du stirb auch noch. Und du hier unten. Was machst du denn da? Komm da durch? Schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Eingang oder so zu irgendwas. Noch weiter nach vorne, okay. Sind noch nicht ganz da. Nein, die Pflanze ignoriere ich. Okay. Sauwok. Eine Sau. Dip, dip, dip. Okay, hübsche Statuen. Ja, Da haben wir doch unseren Kandidaten. Sehr gesprächig sieht er nicht aus. Wie soll ich ihn nur... Okay, das war eigentlich nicht beabsichtigt. Das war nicht beabsichtigt, dass ich da ich bin aus Versehen gelaufen. Gut, dann gehen wir nochmal kurz diese Stückchen hier. War jetzt kein Thema. Location 47 gefunden. Zack. So. Nochmal. Zeittaker, du bleibst. Zeittaker. Zeittaker. War das nicht irgendeins von. Das heißt ja Zeit. What the f. Ah. Ja, da war das. Mieses Ding. Jetzt muss ich den Basilisken töten. Aua.
Ja, mach genau. Schmeiß mich doch nicht um. Ja, lass mich bewegen. Ich back grad rum. Jetzt nicht mehr, gut. Da vorne noch. So. Erstmal du. Dann sind. Okay, Ameisen. Können wir ja noch aus. Der Ursprung. Ja, der ersten Insel. Eine zweite Insel. Aber der hält. Oh mein Gott. Der hält aus. Doch, schon wieder. Irgendwann, die ganzen Statuen werden alle zum. Ne? Werden wieder richtig und versuchen zu töten. Kuh. Dankeschön. In meiner Animation hat er mich gestunt? Okay, boah, der zog einmal. Was der so alles kann. So. Blind Fury. Das schief mit da halten. Jetzt müssen wir hier rein. Keine Sorge, es ist wirklich nicht einfach nur schwarz. Ich habe genauso viel gesehen. Wo die wohl hinführt. Oh, hier kriegen wir die. Ah, die Rüstung. Hier müssen wir alle Rüstungsteile jetzt mal finden. Hier gibt es einige. Und zwar für jede Klasse ein Set praktisch. Klasse. Anführungszeichen. Da. Hier geht's doch durch. Ah, wir sollen ja wahrscheinlich erstmal. Ah, gut. Ja, nee, ich verstehe schon. Wir sind zu früh hier drin. Wir sollen den erstmal da draußen jetzt befreien mit irgendwas. Ob wir hier rein sollen. Dup, 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 dup. Das war. Oder? L-Quest. Achso, ich muss die. Irgendwas lesen. Und das Diary. Ich glaube nicht, dass es das ist. Irgendwas anderes. Genau, nur Tagebuch. Okay. Liebes Tagebuch. Ist es nicht witzig, dass mein Name Sila sich ein bisschen nach dem Wort Insel anhört? Das sagt Marin immer. Ihr Name klingt nach dem Meer und meine nach einer Insel. Marin und Sila. Ich finde das richtig aufregend. Vor allem, weil wir ja wirklich auf einer Insel mitten im Meer leben. Ich habe etwas wirklich Tolles gefunden. Ich bin den Fluss stromaufwärts gelaufen, um zu sehen, wo er entspringt. Und dort war eine Höhle. Ziemlich groß war sie und ein bisschen muffig hat es dort gerochen. Ich habe mich aber nur ein paar Schritte hineingetraut. Dann ist mir eingefallen, dass ich so etwas nicht tun sollte. Auf gar keinen Fall will ich meine große Schwester Marien verärgern. Wieder draußen habe ich gemerkt, dass etwas in meinem Schuh steckt. Es war groß, eine große Schuppe. Richtig hart und seltsam gefärbt. Ganz so, als ob alle Farben der Welt dort gleichzeitig vorhanden wären.
Ich glaube, ich habe eine alte Bärenhöhle gefunden und die Schuppe stammt von einem riesigen Fisch, den der Bär gefangen hat. Ich habe ein Loch in die hübsche Schuppe gebohrt. Jetzt habe ich einen richtig schönen Anhänger. Maren ist die beste große Schwester, die man haben kann. Und sie ist eine Künstlerin. Sie schnitzt ganz wunderbare Figuren. Und sie hat mir auch etwas Praktisches geschnitzt. Ein spezielles Schloss für mein neues Zimmer. Man kann es nur öffnen, wenn man diesen spitzen Stab benutzt. Das ist so richtig magisch und so... wie ein magischer Schlüssel. Wir haben einen Vogel. Er hat heute ganz einfach so am Fenster gesessen. Ein Fuß war merkwürdig angewinkelt. Wir haben ihm Wasser und ein paar Körner gegeben. Maren sagt, er kann eine Weile bei uns bleiben. Ich habe ihn Bucky genannt. Heute ist ein merkwürdiger Tag. Hat schon blöd angefangen. Ich wollte einen Käfig für Bucky bauen und habe an ein paar Holzstücken geschnitzt. Dabei habe ich mich mit Marens Meißel verletzt. Nach ungefähr 10 Sekunden schon. Ich habe au geschrien und bin mit der Hand zurückgezuckt. Dabei habe ich die Kette zerrissen. Die Kette für meinen Anhänger. Als ich ihn aufheben wollte, habe ich mich an der Schuppe gleich nochmal geschnitten. Am selben Finger. Ich bin vielleicht ein Schussel. Es ist ja nicht so, dass die Schuppe besonders scharf wäre. Aber der Schnitt war sehr tief. Ich natürlich mit meinem sprichwörtlichen Pech. Aber Maren hat versprochen, dass sie mir beibringt, wie man richtig schnitzt. Ich weiß gar nicht, was ich aufregender finde. Die Aussicht, dass sie mir hilft, oder der Käfig, den wir zusammen für Bucky gemacht haben. Das war nämlich die Arbeit unserer ersten Unterrichtsstunde. Ich habe ein paar Heilkräuter von Maren auf meine Wunde gelegt. Mit den Kräutern pflegen wir Bucky gesund. Und ich wollte ihr nicht sagen, dass meine Hand so weh tut. Es tut richtig weh. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen deswegen. Bucky geht es wieder gut. Und er lebt weiter bei uns. Mit seiner neuen Freundin Betsy. Und ich habe meine erste kleine Figur geschnitzt. Maren ist ganz stolz auf mich. Wenn sich meine Hand nur nicht so merkwürdig anfühlen würde. Die Narbe sieht richtig hässlich aus. Und juckt und brennt die ganze Zeit. Maren hat heute gesehen, dass meine Hand nicht gut heilt. Sie wirkte besorgt. Es tut nicht mehr weh, aber es juckt die ganze Zeit. Wie ein ganzer Haufen Mückenstiche. Maren hat mir eine Salbe aufgetragen. Seltsam. Die Hand hat wie verrückt zu jucken begonnen. Und da kam mir der Gedanke, dass das kühle Flusswasser ihr guttun könnte. Ich bin hingegangen und habe die Hand eingetaucht. Aber es hat nicht geholfen. Dann sah ich etwas Merkwürdiges im Wasser. Die steinerne Skulptur eines Fisches. Es sah so lebendig aus. Nicht wie eine Bildhauerarbeit. Wer könnte ihn gemacht haben? Ich weiß, dass es keine Arbeit von Maren ist. Hat es in der Vergangenheit noch einen anderen Künstler auf der Insel gegeben? Maren ist nicht zurückgekommen. Was ist nur los? Alles tut nur noch mehr weh. Und meine Hand. Sie juckt so schrecklich, dass ich nicht mehr stützen kann. Und dieses Kopfweh. Meine Hand? Meine Finger? Klauen? Es fällt mir schwer zu schreiben, aber ich muss dies aufschreiben. Gestern bei Tisch musste ich weinen. Und meine Tränen fielen auf die kleine, steinerne Freundin von Bucky. Sie fielen auf Betsy. Dann hörte ich, wie sie sich bewegte. Ich sah rasch zu ihr hin. Aber sie war noch immer aus Stein. Es war kaum zu erkennen, aber sie bewegte sich. Was hat das nun zu bedeuten? Was löst diese seltsame Bewegung aus? Könnte das bedeuten, dass es reversibel ist? Ich kann es kaum noch abwarten, bis Maren zurückkommt. Ich habe lange nicht geschrieben, denn es wird schlimmer. Ein armes, unschuldiges Kaninchen draußen. Jetzt ist es versteinert. Dabei habe ich es nur angesehen. Es tut so weh. Es ist so grässlich. Schreiben ist nicht mehr gut. Diese Dinger sind nicht für Schreibwerkzeuge. Aber zum Türen öffnen schon. Denn den Eingang auch. Aber nicht mit dem Stab. Kann ich nicht mehr halten. Hab mich durch die Öffnung gegraben. Jetzt ist größer jetzt. Klaue rein. Tür auf. Weiter. Seltsame Erinnerungen. Alles waren Vorstellungen. Blut. Flammen. Dinge, die ich nie gesehen habe. Höre Bucky singen. Sila tun Ohren weh. Laut. Kein Bucky mehr hören. Warum? Bucky lecker. Ja, da wurde Sila zu dem Basilisken. Ah, und jetzt müssen wir rein und können da irgendwas öffnen. Marien, wie auch immer. Na dann. Ah. Die Klaue, wo ist die denn? Da. Dankeschön. Sehr freundlich fürs Öffnen. Noch irgendwo welche Rüstungsteile? Eigentlich müssten sie ja irgendwo sein. Ja, da ist was. Hier ist mal was. Und hier ist eine Menge. So, Profischloss. Verdammt. Zack,
Zack, zack, zack, zack. Gib mir meinen Loot. Meine Belohnung. Dankeschön. Und dann ist hier hinten noch was. Den kann man nicht öffnen. Okay. So. Ja. Weil das ist jetzt eine Rüstung, auf die ich jetzt gehe. Dir fehlt noch. Fehlt noch irgendwie die Schuhe für die Rüstung, ne? Es ist schon so eine coole. Wenn wir jetzt mal gucken, schmieden. Braucht nämlich keine Kettenglieder, das ist ultra geil. Dann würde ich mal sagen, dass ich die jetzt mal versuche zu upgraden. Ach, jetzt fehlt uns Stahl. Ja, das ist. Ja, und Eisen ist auch fast alle. Aber wir haben es. Ja, finde noch theoretisch ein paar Stüfchen. Also, wie viel Rüstung wir jetzt haben? Mir geht alles auf 50, 59, ne? Das ist schon. Ja, wir haben einige Resistenzen und ein paar Level. Stärker. So, hier bin ich ja komplett voll, ne? Ja, was cool ist. Das bin ich voll. Das habe ich, soweit ich will. Ich könnte jetzt hier. Ja. Verteilt 70% des physischen Schaden als spirituellen Schaden an alle Gegner in der Nähe. Mit einer 45%igen Chance zu betäuben. Cool. Machen wir doch. Wir haben gerade keinen guten Sound mehr. Einfach kurz laden. Nicht das da. Das da. Oder allgemein einfach keinen guten Sound. Sehr leise gerade. Viel zu leise. Naja, passiert. Okay. Und den Sound haben wir noch. Na dann, raus hier. Und wir müssen mal bei anderen kaufen, dass wir da Stahl kriegen. Einfach nur irgendwelche Waffen oder Rüstungsteile. Ah, muss ich die jetzt einfach benutzen? Die Trainer hier? Zack. Der Motor weg. Alles klar. Mein Großreisender, vom ersten Moment an wusste ich, dass du mit der Kreatur fertig werden wirst. Du hast mich kommen sehen? Natürlich. Es ist ja nicht schwierig für einen Schamanen wie mich, sich seiner Hülle zu entledigen und, naja, herumzustreifen. Wenn du deinen Körper jederzeit verlassen kannst, warum kümmert es dich dann, ob du frei bist oder nicht? Es ist eine Sache, den Körper kurz zu verlassen, aber eine ganz andere, das Verlangen zu verspüren, den unwiderstehlichen Drang nach Freiheit, den einfachen, schnöden und elenden Wunsch mehr zu sehen, als nur die unmittelbare Umgebung. Du verstehst, was ich sage? Ich denke schon. Gut, dann verrate mir, warum du gekommen bist. Ja, um dich zu befreien. So viel habe ich schon verstanden. Aber warum bist du eigentlich hier? Ich brauche deine Hilfe. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Na los, erzähl schon weiter. Angeblich bist du der Einzige, der eine Leib-Seele-Vereinigung durchführen kann. Wer behauptet das? Naja. Sag schon, wer hat dir das erzählt?
Sie heißt Maren. Maren? Und was verspricht sich diese Maren davon? Ich tue das alles nur, um ihr einen Gefallen zu erweisen. Ach ja? Ist das so? Sie möchte Ed Teals Seele seinen Körper wiedergeben. Eine Zusammenführung sozusagen. Und du? Was für einen Profit ziehst du aus der Sache? Es geht hier nicht um mich. Ich habe versprochen, ihnen zu helfen. Na gut. Ich mach's, Reisender. Für dich. Nicht für sie oder für ihn. Nur für dich. Das bin ich dir wohl schuldig. Aber warte, es gibt da eine kleine Bedingung. Was meinst du damit? Ich tue, was du verlangst. Und wenn ich deinen Wunsch erfüllt habe, dann überlässt du diese Maren mir. Und keine Fragen. Was? Aber warum? Na schön, das sind schon mal zwei Fragen. Aber du sollst es ruhig wissen. Maren ist schuld an meiner ganzen Misere hier. Wir sind zusammen hergekommen, um diese Bestie zu töten. Aber im entscheidenden Moment hat Maren mich im Stich gelassen. Ich war der Bestie nicht gewachsen. Und du weißt ja, entweder du siegst oder du wirst versteinert. Zu spät habe ich die bittere Wahrheit begriffen. Das Biest war damals und heute Marens eigene Schwester Sila. Ein schrecklicher Fluch hatte sie in die Bestie verwandelt. Was hast du mit ihr vor? Das braucht dich nicht zu interessieren. Ich muss es wissen, wenn du meine Hilfe willst. Du bist dir deiner Lage wohl nicht ganz bewusst. Du bist nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Du hast versprochen, ihr zu helfen, stimmt's? Stimmt, aber... Es gibt kein Aber. Wenn du dein Versprechen einhalten willst, dann musst du mir im Gegenzug auch etwas versprechen. Ich hab wohl keine Wahl. Einverstanden. Schlaues Kerlchen. Da wir jetzt alles Wichtige geklärt haben, kommen wir zu deinem Beitrag zu den Vorbereitungen. Ich habe meinen Part erfüllt und du hast versprochen, deinen zu erledigen. Also was noch? Das war erst der Anfang. Es ist unmöglich, das Ritual durchzuführen ohne ganz bestimmte wichtige Hilfsmittel. Die da wären? Zwei separate Wesenheiten zu vereinen, ist schwerer, als sie zu trennen. Bevor wir die Teilnehmer dorthin locken, musst du mir mit den Vorbereitungen helfen. Was brauchst du? Drei Dinge. Ich will, dass du mir Karaska-Tonerde bringst aus der überfluteten Mine auf der Angilakum-Insel. Außerdem brauche ich etwas aus dem persönlichen Besitz von Teal, dem Körper. Tja, und dann bräuchten wir etwas von seiner Seele. Etwas, zu dem die Seele einen emotionalen Bezug hat. Über seine Seele weiß ich noch weniger als über seinen Körper. Woran hängt eine Seele? Was ist einer Seele wichtig? Frag Maren. Sie wird es schon wissen. Gute Idee. Bis später. Lass dir Zeit. Was weißt du über das fliegende Schiff? Nur, was man sich so erzählt. Ich habe die Geschichten immer für Ammenmärchen gehalten. Und der Schatz? Ein weiterer Mythos. Aber er könnte dort oben sein, wer weiß. Es ist mir nicht möglich, meine Seele so weit wandern zu lassen. Außerdem ist das Mistding versiegelt. Du musst doch irgendwie dort reinkommen. Warum findest du es nicht heraus? Ich nehme die Herausforderung an. Was ist so besonders an Karaska-Tonerde? Können wir keinen Ton von hier nehmen? Wenn wir das könnten, würde ich dich nicht nach Angilakum schicken. Wie lange bist du schon Abenteurer? Ich vermute, du wirst mir nicht erzählen, was es mit dieser speziellen Tonerde auf sich hat. Du vermutest richtig. Kannst du mir das Ritual erklären? Selbst wenn ich es könnte, würdest du es nicht verstehen. Hol die Sachen und überlass den Rest mir.
Was hast du mit Marin vor? Sie wird büßen für das, was sie mir angetan hat. 8 elende Jahre in einem steinernen Körper. Sie hat mich zu ihrer Schwester, diesem Monstrum, gelockt. Nur damit diese Bestie ihren Spaß mit mir hat. Das werde ich ihr heimzahlen. Okay, dann gehe ich mal. Gute Idee.